zweite Liga und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und am Mikrofon natürlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns das Spiel VfL Bochum gegen den FC St. Pauli. Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen, ne? Überzeugend war es ja schon, das 2:0 in der vergangenen Partie, aber es ist ein Reset. Wir starten wieder von vorne und der Gegner heute ist ein ganz anderes Kaliber. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Stiepermann. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er ist frei, der kann. Stöger! Trifft er, ja! Drin! Tor! Das wirft ihre Pläne jetzt natürlich komplett über den Haufen. Der erste Schuss zappelt direkt im Netz. Ein schönes Ding, das wir hier nochmal in der Wiederholung sehen. Ach, der Vollspann. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt haben wir die erste Führung in diesem Spiel. 9 Minuten hat es gedauert. Nerich. Da trennt er ihn vom Ball. Stiepermann. Das könnte die Chance werden. Mlapa. Super Einsatz vom Torhüter. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und er bringt den Ball rein. Das macht er klasse. Die Flanke gut abgefangen. Avevor. Heute geht es für die Gastgeber um die Tabellenführung. Bei einem Sieg wären sie ganz vorne. Ja, das wäre schon mal ein Erfolg. Genau da oben wollen sie ja hin. Wird's jetzt gefährlich? Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Geht er rein? Und das Tor, ganz stark gemacht, geht in den Winkel. Das Tor zum Ausgleich, ganz wichtig. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Flum. Das könnte gefährlich werden. Steil gespielt. Macht er ihn. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Stiepermann. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Stöger. Da ist der Treffer. Sie liegen vorne. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Oh. 2:1, hier ist noch alles drin. Nerich. Mihajci. Avevor. Ein guter Doppelpass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Hedenstadt. Gute Idee, dieser Ball.
Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Da kommt der Schuss. Zu unkontrolliert abgeschlossen. Die Kugel geht deutlich übers Gehäuse. Bastians. Pertl. Stöger. Celozzi. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Stöger. Celozzi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt der Schuss. Da will er den Ball mit viel Gefühl lupfen, aber er kommt nicht richtig drunter. Und dann stimmt die Flugkurve nicht und der Keeper hält. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Jetzt wird es den Wechsel geben. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Stiepermann. Er zieht ab. Gut gemacht vom Torhüter. Blum. Jetzt wird's gefährlich. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Guter Ball nach draußen. Und er bringt den Ball rein. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Den spielt er wieder zurück. Das könnte die Chance werden. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Jetzt können sie neu aufbauen, es gibt Abstoß. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Bastians. Stöger. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Abgepfiffen, das war abseits. Macht er ihn. Da trifft er nicht. Das war die Gelegenheit. Tja, und dann wären sie wieder voll im Geschäft gewesen. Jetzt laufen sie weiter dem Rückstand hinterher. Fabian. Pertl. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Mit dem Ball. Schussversuch. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Oh, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Sehr gut aufgepasst.
Er setzt sich durch und Mlapa. Das ist der Treffer. Sie sind das bessere Team heute und auch dieser Treffer ist verdient. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt, ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. ...3-1 heißt es also jetzt. Sobich. Hedenstadt. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner... ...angreifen. Wird das seine Torchance? Er lässt den Gegner stehen. Da zieht er ab. Pertl. Stöger. Mlapa. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Den spielt er gut und jetzt, da zieht er ab. Wie macht er den denn rein? Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf. Der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die sie da heute gezeigt haben. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Abevor. Flum. Freistoßentscheidung korrekt. Sobich. Buballa. Und den spielt er gleich wieder zurück. Abevor. Wird's jetzt gefährlich? Der Ball kommt. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle, wenn man die hier singen hört. Und das war's hier.